Kassel macht was und wir sind dabei. Wir haben die Solarkampagne ins Leben gerufen, weil sich die Stadt Kassel das ambitionierte Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Was ist da in einer Stadt naheliegender, als erneuerbare Energien auf vielen Dächern in der Stadt zu bringen und Solaranlagen zu bauen? Guten Tag, Daniel Schade mein Name und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur Solarkampagne bei uns im Hotel Deutscher Hof. Vielen Dank. Durch die Zimmerkarte aktivieren wir den Strom, können das Licht anschalten, können hier an der Klimaautomation die gewünschte Temperatur einstellen. Auch bequem vom Bett kann man weitere Lichtmodi einstellen und kann natürlich auch für Verdunklung sorgen. Hier befinden wir uns in den Kellerräumen. Hier ist unsere gesamte Gebäudetechnik vorhanden. Das Modul gehört zur PV-Anlage auf dem Dach. Hier können wir unsere Wärmepumpe steuern über das Modul. Hier drüben ist die Heizanlage, auch die Pumpe, die natürlich dann im Winter angemacht und reguliert werden muss. Hier ist ein Teil der Gebäudeautomation und natürlich hier unser Herzstück Loxon, um alles zu regulieren und zu steuern. Was die Branche angeht, die Hotellerie, da hat man natürlich viele Gäste, die viel verbrauchen und dementsprechend ist es auf jeden Fall sinnvoll, da die Sonne als Energie dafür mitzunutzen. Hier befinden wir uns auf dem Dach vom Neubau. Hier sehen wir unsere schöne PV-Anlage mit 26,4 Kilowatt Peak, insgesamt 66 Module, a 400 Watt Peak, die etwa 4.000 bis 5.000 Euro Kostenersparnis und 15 bis 16 Tonnen CO2-Emissionen reduzieren konnten. Kassel macht was! Kassel macht was! Kassel macht was! Kassel macht was!